Heute nehme ich euch wieder in die Serie, die in meinen Augen etwas ganz, ganz Besonderes auf meinem Kanal ist, mit. Gerade weil wir immer mehr feststellen müssen, dass sich Parallelen zwischen vielen Sehern auftun, habe ich euch gefragt, ob und welche Schauungen ihr vielleicht selbst erlebt habt. Es ist erstaunlich, wie viele von euch Informationen erhalten haben. Begleitet mich also nun zu den Community-Schauungen. Community-Schauungen, der Titel sagt eigentlich schon alles und passt perfekt. Wie ich bereits angedeutet habe, gibt es auch in unseren Reihen Schauungen, die extrem spannend und informativ sind. Natürlich werde ich die Identität der Seher geheim halten und nur so viel preisgeben, wie nötig ist, um die Schauungen richtig einordnen zu können. Oft werde ich gefragt, ob es denn aktuelle Schauungen gibt. Die Idee, die ebenfalls von euch kam, finde ich wirklich großartig. Inzwischen kann ich auf eine stattliche Zahl an Videos mit Schauungen aus der Gegenwart in den Playlisten verweisen. Ich bin sicher, es gibt noch weitere, oder? Oh ja, die gibt es sicher. Doch leider bleiben sie oft verborgen, da man über solche Erlebnisse nicht gern spricht. Viele haben Angst, sich lächerlich zu machen, wenn sie von ihren Visionen erzählen. Dabei ist diese Furcht völlig unbegründet, wenn man mit den richtigen Menschen darüber spricht. Es ist aber durchaus nachvollziehbar, dass es schwierig ist, denn historisch überlieferte Prophezeiungen haben natürlich einen ganz anderen Stellenwert, so denkt man zumindest. Doch das stimmt so gar nicht. Man muss sich vor Augen führen, dass jede Schauung irgendwann entstanden ist, ob im Mittelalter oder in den 20er Jahren. Immer war es die Gegenwart des Sehers, in der die Visionen Gestalt annahmen. Deshalb, wer nur alten Prophezeiungen Glauben schenkt, vergisst, dass diese Visionen ebenfalls in einer Zeit entstanden sind, in der es Zeitzeugen gab. Mit etwas Glück wurden diese Schauungen notiert und für kommende Generationen festgehalten. Manchmal besser, manchmal schlechter, aber immerhin wurden sie dokumentiert. Und genau deshalb sind auch neueste Prophezeiungen genauso wertvoll, als wären sie schon über Jahrhunderte überliefert worden. Wie bereits erwähnt, habe ich heute eine weitere Schauung für euch und auch diese ist unglaublich spannend. Zudem hat sie wertvolle Tipps. Lasst uns also beginnen und dieses Mal geht es um einen Seher, den wir Sebastian nennen wollen. Auch hier werde ich seine Visionen so wörtlich wie möglich zitieren, wie ich es immer handhabe. Es wird nichts weggelassen und nichts hinzugefügt, einfach die wirklich interessanten Worte, die der Seher mir übermittelt hat. Noch ein Wort vorab. Ich bin sehr stolz darauf, dass ihr, die Seher, mir euer Vertrauen schenkt und ich eure Visionen weitergeben darf. Das ist keineswegs selbstverständlich. Dafür danke ich allen, die sich mir bisher anvertraut haben und natürlich auch euch, der Community, die diese Schauungen mit so viel Verständnis und Respekt aufnimmt. Euer respektvoller Umgang mit diesem so persönlichen Thema macht es für diejenigen, die bisher noch nicht den Mut hatten, ihre Visionen zu teilen, viel leichter, sich uns allen zu öffnen. Nun aber lasst uns mit Sebastians Schauungen beginnen. Zitat aus der E-Mail: Liebe Marion, da du dazu aufrufst, eigene Schauungen mit dir zu teilen, möchte ich die Gelegenheit nutzen. Ich möchte aber direkt sagen, dass was mir gegeben und gezeigt wurde, mehr ist als Schauungen. Nach meinem Eindruck ging eher in Richtung einer Form der Ausbildung in geistigen Zusammenhängen. Obwohl in der alternativen Szene oft über die Verwicklung von Politik, Finanzwesen und Satanismus gemutmaßt wird, fehlt es an konkretem Wissen, besonders bezüglich der übergeordneten Ziele und den Freiheitsgraden, die diese Satanisten bei der Umgestaltung der Gesellschaft haben. Soweit mir von Christus vor vielleicht 35 Jahren erklärt wurde, erhält jeder Mensch, der ein gewisses Maß an Verständnis erreicht hat, die Möglichkeit, sich für eine Seite bzw. ein Reich zu entscheiden. Dazu werden ihm die Reiche Satans und des Christus gezeigt, sodass er eine begründete Entscheidung treffen kann. Mir wurde gesagt, dass sich bisher alle Menschen, denen diese Möglichkeit geboten wurde, für Satans Reich entschieden haben, weil sie dort alles gefunden haben, was sie sich für ihr Leben wünschten. Als erstes wurde mir das Reich des Christus gezeigt. Es bestand im Wesentlichen aus einem liegenden Körper, der aber nicht vollständig war. Besonders am Kopf und ich glaube dem rechten Bein gab es Lücken.
Im Bereich der Brust stand ein Gerüst. Es bestand aus vertikal angeordneten Plattformen und verbindenden Leitern. Es stand auf vom Boden und war oben bündig mit der Brust. Auf diesem Gerüst befanden sich Diener Satans, die von oben herunterschauten. Manchmal kamen Menschen, Prediger, Evangelisten etc., die den Körper weiterbauen wollten, aber wenn sie sich dem Körper näherten, ging einer der Satanisten zu ihm. Dieser ging dann entweder wieder weg oder wurde getötet. Bei einem Vergleich des Neuen Testaments mit der heutigen Kirche sind die Unterschiede nicht ohne Grund so riesig. Am hellsten war übrigens das Licht der Märtyrer. Ebenfalls in diesem Reich befand sich etwas, das aussah wie ein Bohrer da, versuchte in den Himmel zu bohren. Dies war eine Gruppe, OCG, Klagemauer TV, S&G, etc., die ursprünglich die Berufung eines Gemeindelehrdienstes hatte, denen das aber zu gefährlich wurde und stattdessen in die Aufklärung gewechselt sind. Ich bin vor circa 10,5 Jahren dorthin geschickt worden, um sie zur Umkehr aufzurufen. Im Bereich dieses Bohrers befanden sich ebenfalls Satanisten. Sie sammelten etwas wie Späne, die beim Bohrvorgang entstanden, auf. Im Reich Satans befanden sich drei Türme. Einer lag auf dem Boden, es waren nur noch Reste einer Ruine. Trotzdem wurden dort noch Tötungsrituale abgehalten. Der Turm im Vordergrund war der aktuelle Turm der Gesellschaft. Er stand auf Fundamenten, wie dem Finanzsystem und einer Gruppe von Satanisten. Mit einigen von denen hatte ich selbst Kontakt. Die Ziegel stellte unterschiedliche Aufgaben dar. Sie waren durch Ausbildung, Fachbegriffe, Status etc. voneinander abgegrenzt. Im Hintergrund befand sich ein Turm im Bau. Es war ein schwebender Turm, ohne Fundamente, der bis in den Himmel ragen sollte. Das Baumaterial stammte von dem Bohrer im Reich des Christus. Übrigens befanden sich alle christlichen Gemeinden und Kirchen in Satans Reich, zumindest deren Organisation. Einzelne Menschen in einzelnen Gemeinden hatte eine Verbindung zu dem Leib im Reich des Christus. Das waren aber nur sehr wenige. Prophetie war für mich zeitweise auch Thema. Bereits in der Schule konnte ich Klassenkameraden ihre Zukunft sagen, wenn ich sie ansah und im Geist nach oben ging. Analog dazu gibt es die sogenannte schamanische Reise, bei der man im Geist nach vorn geht. Meiner Meinung nach hätte das jeder machen können, wenn er nur wüsste, dass man sich im Geist bewegen kann. Komischerweise hatte niemand Interesse daran, weder daran, es selbst zu lernen, noch daran, etwas über seine Zukunft zu erfahren. Im Laufe meines Lebens, ich werde bald 58, habe ich viel gesehen, auch über die anstehenden Unruhen, finanzielle Probleme der Menschen und den sehr wahrscheinlich anstehenden Krieg mit Russland. Eine Zeit lang wurden mir, wenn ich beruflich viel unterwegs war, zerstörte Gebäude gezeigt, so wie sie einmal aussehen werden. Obwohl mir klar gesagt wurde, dass man sich auf das, was kommt, nicht vorbereiten kann, konnte ich eine Art persönlichen Ausbildungsplan erstellen. Er bestand beispielsweise aus unterschiedlichen Survival- und Wildniskursen. Dort werden üblicherweise geistige Fertigkeiten trainiert, Präsenzen wahrnehmen, auch auf Entfernung, Spirit-Tracking und anderes. Sehen ohne Augen und Kampfkunst. In einer anderen geistigen Sicht wurden mir geistige Gaben im Reich Satans gezeigt, wie die sogenannte Gabe der Liebe, die der Verführung dient und dann endet, der Heilung. Eine geistige Sicht auf die Schulmedizin und der Herrschaft über die Erde, die versucht, sämtlich Lebensbereiche und Ressourcen der Menschen zu kontrollieren. Falls euch diese Themen interessieren, kann ich gern ausführlicher werden. Nachdem ich selbst in Deutschland insgesamt dreimal auf unterschiedliche Weise mit Beseitigung bedroht wurde, sind sie zuletzt meine Frau und die Kinder angegangen, sodass wir Deutschland vor ein paar Jahren verlassen mussten. Aktuell leben wir im europäischen Ausland. Liebe Grüße von Sebastian, Zitat Ende. Sebastian schrieb ja, dass er sich nicht sicher sei, ob seine Erinnerungen für die Gemeinschaft von Nutzen wären. Dazu kann ich nur sagen, dass sie es definitiv sind, denn diese Art Schauungen hat uns bis dato noch nie erreicht. Meiner Meinung nach zeigen seine Visionen klar, dass sich bestimmte Bilder im Laufe der Jahrhunderte immer wieder ähneln, nur dass ihm wohl Lösungen dazu gezeigt wurden. Interessant ist, dass, auch wenn manche Prophezeiungen kleine Abweichungen aufweisen, bleibt der Kern, auf die sie sich beziehen, meist derselbe. Das ist für mich der Beweis, dass es sich hierbei nicht um bloße Träume oder Fantasien handelt. Vielleicht hat das Unterbewusstsein oder das innere Auge hier eine Rolle gespielt, welches von einer höheren Macht,
die diese Bilder bewusst in die Köpfe der Seher pflanzt, gelenkt wird. Diese Visionen scheinen mit Nachdruck gegeben worden zu sein, um der Menschheit eine Warnung zukommen zu lassen, zumindest denen, die daran glauben. An dieser Stelle möchte ich Sebastian meinen Dank aussprechen für seinen Mut und die Bereitschaft, seine Geschichte mit uns zu teilen. Mittlerweile haben mir mehrere Menschen das Vertrauen geschenkt und ihre Visionen für die Community zur Verfügung gestellt. Ich hoffe, dass diejenigen, die noch zögern, ebenfalls den Mut finden, ihre Erfahrungen zu teilen und so denjenigen helfen, die an diese Dinge glauben, und dies werden immer mehr. Ich danke euch allen für euer Interesse. Wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr ein Gefällt mir dalasst. Das hilft dabei, dass YouTube die Videos auch anderen Menschen vorschlägt. In unregelmäßigen Abständen werde ich weitere Visionen aus der Community vorstellen, und um nichts zu verpassen, könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren und die Benachrichtigung aktivieren. Zum Schluss möchte ich noch ein besonderes Dankeschön an alle Kanalmitglieder und Unterstützer aussprechen, die meine Arbeit via PayPal finanziell unterstützen. Ohne euch wäre es mir nicht möglich, diese Videos zu erstellen. Aber am wichtigsten ist mir, dass ich jedem von euch für euer Interesse dankbar bin. Ihr seid das Herz dieses Kanals und der Grund, warum ich die Videos mache. Nun macht es gut und lasst euch nicht ärgern. Bleibt neugierig und offen für all das, was diese Welt zu bieten hat. Viele Grüße, eure Marion und das Mystinarium.